3, 2, 1. Da sind wir wieder. In Farbe und Bunt. Und Bunt. Oh, siehst du, ich habe überhaupt nicht... Ich bin ja ein Idiot. Guck dir das mal an. Ja, bist du. Ich habe noch nicht mal The Timer hingelegt. Das muss ich ja noch machen. Sonst reden wir bis morgen früh hier. Das will niemand. So. Oh, schon. Brauchen wir arbeiten. Richtig. Ich fange mal heute mit dem Wichtigsten an. Jetzt habe ich mich geräuspert. Du musst mich darauf aufmerksam machen. Genau. Wir haben uns ja gar nicht. Ich hau dir ein paar rein. Ich fange mal heute mit dem Wichtigsten an. Daniel. Ja. Wie geht es dir? Das ist schon... Ich stehe schon nachts auf und sage, mir geht's gut. Genau, meine Chemielehrerin damals hat immer gesagt, meine Mathelehrerin hat immer gesagt, bevor du jetzt erzählst, wenn wir irgendwas nicht wussten, hat sie immer gesagt, wenn nachts jemand bei dir reinkommt und du schläfst und er weckt dich und er sagt, 35 Quadratwurzel aus der Hypotenuse von Logarithmus 12, muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Und daran erinnert mich das gerade. Muss ich sagen. Konntest du das nicht? Ja, doch, aber jetzt bin ich in einem Alter, wo man das vergisst. Sollst du lügen? Nein. Gut. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Schön. Ich habe ausgeschlafen. Ich schlafe momentan, also Mittagsschlaf, ne? Ja. Nicht mal mehr nur eine Stunde. Das hat sich mittlerweile schon ausgeweitet auf zwei. Also gut, nicht immer, aber... Liegt das sehr daran, tief, sehr gut. Also, dass du älter wirst, hast du das Gefühl, dass du mehr... Nein, aber wirklich jetzt, also... Ja, du wirst älter. Nein, aber hast du das Gefühl, dass... Das liegt daran oder liegt eher daran, dass du mehr Stress hast? Also das vorher mehr... Ich glaube eher, dass man sich dran gewöhnt hat. Aha. Also ich freue mich morgens echt schon auf diesen Mittagsschlaf. Aha. Das ist sehr seltsam, aber irgendwo auch normal, wenn du um zwei aufstehst, ne? Ich bin nicht der Typ, der um 19 Uhr ins Bett geht. Da gibt es ja viele oder einige von meinen Kollegen, die um 19 Uhr ins Bett gehen. Echt, wollte ich gerade sagen. So. Ja, und vor allen Dingen, es sind ja wirklich Familienväter, ne? Ja, naja, gut. Ja. Das wäre nichts für mich. Ich weiß nicht. Um 19 Uhr ins Bett? Ja, das weißt du was? Ich hätte ein Problem damit. Das kann man mal machen. Du hast nichts mehr vom Abend, ne? Also, vor allen Dingen, stell dir mal vor, du gehst 19 Uhr ins Bett, dann müsstest du schon um 1 anfangen zu saufen. Gleich wieder mit Saufen, ne? Ich habe so an Zweisamkeit gedacht, aber da ist es ja auch ein Unterschied, wenn du dann gemeinsam ins Bett gehst und ja, sagst von wegen, okay, meine Uschi muss ja nur auch früh raus, also das wäre natürlich optimal, dann um 19 Uhr ins Bett zu gehen. Das ist richtig, das stimmt, von der Sache her schon. Nun schläfst du um 21 Uhr halt auch, oder um 22. Ja, aber überleg mal Paare, die im Schichtbetrieb arbeiten, wo der eine in Nachtschicht hat und der andere... Du siehst dich ja quasi gar nicht. Also du kannst dich ja nicht mal anrufen tagsüber, weil der andere immer pennt. So. Ich habe eine Zeit lang, vielleicht erinnerst du dich noch dran, Spätschicht gefahren. Um 14 Uhr angefangen bis morgens um 2, 3. Ich weiß noch, genau. Das ist fürs Arbeiten ein sehr angenehmes Arbeiten. Ja. Weil du ab 22 Uhr ja keinen mehr antriffst. Das ist so wie Frühschicht arbeiten, um 3 anfangen, da triffst du auch noch keinen an. Aber was mich da auf Dauer irgendwann gesehen angekotzt hat, war dieses, du bist halt 14 Uhr arbeiten gefahren und gerade im Sommer fängst du um 19 Uhr an zu grillen mit den Clique. Ja, ja, so. Ja. Und du sagst, bist tschüss. Da. Ja. Alle sitzen da und treffen sich und du gehst arbeiten. Und das ist eine Sache, mit der musst du erstmal klarkommen auf Dauer. Auf Dauer. Ja, klar, eingespielt ist eingespielt und früher war das bei mir so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, in deiner Rolle zu sein, du weißt, dass da die treffen sich alle zum Grillen, zum Party machen, da hätte ich nie bei einschlafen können, weil ich immer denke, was verpasst du jetzt, weißt du, das ist totaler, ich würde die ganze Zeit, jetzt inzwischen, ne, ist man ja betagter sozusagen, ja. Aber ging dir das so, also konntest du einpennen, wohlwissentlich, dass nebenan eine Party losgeht mit all deinen Freunden, was weiß ich. Wie meinst du jetzt, wo ich die Frühschicht fahre? Nein, wo ist damals? Nee, da war ich ja um 14 Uhr weg. Da war ich ja gar nicht arbeiten. Ach ja, so rum. Oh Gott, ja. Na, mein Gott, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt gehe ich ja nicht um 19 Uhr arbeiten. Jetzt kann ich das
Spiel nur so spielen, dass ich sage von wegen, ich muss halt eher abhauen, ja, wenn ich arbeiten muss. Stimmt. Du weißt selber noch, wo wir hier, glaube ich, EM geguckt haben, Fußball, mhm, oder ich weiß nicht, ob wir Handball geguckt haben und ich musste nächsten Morgen arbeiten. Dann kannst du natürlich nicht bis in der Puppen hier sitzen und Handball trinken, war das, ne? Genau. Das war, da musst du dann rechtzeitig die Reißleine ziehen. Stimmt, das war Anfang des Jahres, wo das noch ging, ne? Kurz vor. Aber ich denke mal, Kompromisse machst du immer. Ja. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, was willst du denn? Sei doch froh. Also, es gibt halt auch andere Leute, die sehr früh ins Bett gehen. Das will ich damit sagen. Ja. Und warum, ja. Das ist eine Gewöhnungssache, wie du schon sagst. Die machen aber keinen Mittagsschlaf. Ja. Das habe ich mir auch sagen lassen. Ich bin ehrlich, ich mag momentan zumindest mich mittags hinlegen und dann schön wegratzen. Es gibt aber genug, die sich hinlegen für 10 Minuten. Hm. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn die 2 Stunden sich hinlegen, dann fühlen die sich wie vom Trecker überfahren nach 2 Stunden. Also du hast dich dran gewöhnt wahrscheinlich, aber ich könnte das, glaube ich, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist es deswegen aber auch etwas mehr geworden. Vorher habe ich so eine halbe Stunde, Stunde gepennt. Das hat gereicht. Hm. Mittlerweile hat sich das aufgebaut auf 2 Stunden. Und ich bin danach natürlich auch erstmal zermatscht. Hm. Und merke aber trotzdem, wenn ich dann rechtzeitig ins Bett gehe, dass ich dann ausgeschlafen bin am Morgen. Hm. Das schon. Diese 10 Minuten, das habe ich ganz, ganz selten, aber das mache ich dann meistens auf Arbeit. Dass ich auf dem Parkplatz, nee, wirklich, dass ich auf dem Parkplatz fahre. Ich wollte gerade sagen, während der Fahrt. Nein. Fahre ich echt auf dem Parkplatz, wenn es gar nicht mehr geht. Also das habe ich ganz selten. Ja. Aber das sollte man dann auch machen. Einfach rechts ran, Parkplatz, einmal um LKW laufen oder mal. Das sollte man so oder so machen. Luft raus, irgendwo hinsetzen. Ich glaube, das sollte man auch immer machen. So ging mir das mal, wenn wir in Urlaub gefahren sind, nachts über und du kriegst mit, Alter, du hast deine ganze Familie hinten im Auto. Das geht nicht. Du kannst ja nicht einpennen. So, selbst wenn du alleine bist, gut, fährst du alleine tot. Aber dann fährt man doch lieber ran, tauscht entweder, oder wenn alle müde sind, dann musst du mal eine Viertelstunde pennen. Ja, so in Jugendzeiten ist das immer falscher Stolz, ne? Genau. Da sitzt du mal da und dann kriegst du diesen Sekundenschlaf und du sagst dir immer, geht noch. So. Stimmt. Heutzutage sagst du dir, nee, weil du Angst hast, dass die anderen sagen so, Alter, hältst du nicht mal die kurze Stunde? Ja, genau. Gott. Arschloch, Pissnelke. Blöde Sau. Toll. FSK 18 Folge wieder. Es war Klaus Kinski. Ja. Ich finde den Parodier finde ich immer noch so total geil, ne? Ja, du blöde Sau, du. Ich hau dir in die Fresse. Diesmal hau ich dir in die Fresse. So wie jeder sieht, packe ich jetzt das unbehandelte Holz rein. Genau. Ja, also, um Gottes Willen. Ich wollte noch sagen, ich trinke heute wieder ein anderes Bier. Mm. Allgäuer Büble aus dem Oberallgäu. Wenn du genauso treu zu allen anderen Sachen bist, wie zu deinem Bier. Ja. Na dann Halleluja. Dann gute Nacht. Na dann gute Nacht. Gute Nacht. So, was war das jetzt? Allgäuer Büble. Tatsächlich, da ist auch ein Büble drauf zu sehen. Kriegen wir jetzt das Geld? Dies ist mein Bier. Es gibt viele Biere, aber das ist meins. Eigentlich trinke ich ja Jever, aber ich glaube, seit gefühlt 8 Monaten trinke ich keinen. Ich wollte gerade sagen, wann bitte? Das war im Angebot. Das ist wieder so ein Angebot. Wir sind wieder beim Thema Angebotkäufer. Ist so. Ich bin Billigkäufer. Und ich habe das vor 5 oder 6 Jahren, brauchst gar nicht mit Augen zu rollen. Ach, hat man das gesehen? Ja, nein. tatsächlich, als wir im Skiurlaub im Oberstdorf waren, da gibt es dieses, und dann da haben wir, vom Prinzip her ist es ein lasches Bier, ne, das schmeckt überhaupt nicht. Oh, gut. Der Vorteil ist das hier, ne? Das ist so wie Flensburger. Warum ist das jetzt ein Vorteil? Erzähl's mir. Weil die ganzen Wespen, die jetzt nicht. Du bist Ossi. Okay, weil die ganzen Ospen, die hier gar nicht mehr finden. Ich dachte jetzt zum Beispiel gar nicht an die Ospen. Ja. Du wolltest das zum Schutz jetzt wieder zumachen. So nach dem Motto, du brauchst jetzt eine Stunde, um dieses Bier zu trinken, oder was? Nein. Naja. Was soll das mit dem Deckel? Natürlich nicht eine Stunde. Anderthalb. Ich bin ja nicht so ein Säufer wie du. Darauf trinke ich erstmal. Ja. Komm, trink doch allein. Hast du einen Fehl der Woche für mich? Nein. Nein, wirklich nicht? Nein, ich habe wirklich überlegt. Ich habe keinen. Oder er fällt mir nicht ein. Ja. Ich habe einen kleinen. Ich habe einen kleinen. Hier, warte, ich mach mal vor. Das weiß ich. Als Maul, ey. Tatsächlich denkt die ganze Welt, ich habe Corona.
jetzt, weil ich Husten habe. So immer mal so diesen Reizhusten. Und bei mir ist es aber so, dass wenn die Herbst- und Winterzeit losgeht, dann wird die Heizung angemacht, ne, zu Hause und oder im Auto. Und diese trockene Luft, die sorgt bei mir dafür, dass ich immer so ein Kribbeln in der Lunge habe, so ein Scheiß. Weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Reizhusten. Ja, halt. Ja. So. Und trockene Luft. Mach mal nochmal. Nein. Das Ätzend. Aber was glaubst du, wie viele Leute gucken? Die drehen sich um. Oh, der hat Husten. Hm. Geil. Zu Corona-Zeiten perfekt. Ja, aber dann sind sie nicht gut aufgeklärt. Corona hat ja auch was mit Atemnot zu tun und nicht nur mit Husten und so weiter. Ne? Wenn ich hier einen gezwitschert habe und damit nicht mal so von wegen bis Oberkante Unterlippe, sondern und dann nächsten Morgen rede ich teilweise nasal. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich weiß es nicht genau, aber... Also ich rede mal anal. Das möchte ich... Das... Nee. Jetzt ist das... Nee. Was denn? Was? Das möchte ich gerne mal hören. Wie geht das? Ach so. Oh. Ja, es ist, wie es ist. So. Kennst du? Da fällt mir jetzt in diesem Moment gerade ein, weil wir gerade nicht wissen, was wir sagen sollen. Wenn man einen Computer lange Zeit früher nicht benutzt hat, du hast ihn an, ne, er läuft. Ja. Windows und du hast eine lange Zeit die Maus nicht bewegt, Tastatur nicht. Weißt du, was dann immer ansprang, so nach 10 Minuten, nach einer Viertelstunde? Kennst du das noch? Du hast den Rechner an. Ja. Und dann bewegst du... Nichts. Also du machst die Maus. Nichts. Ich denke die Maus. Nee, auch nicht. Auch nicht die Maus. Ach so. Du lässt ihn einfach so... Machst nichts. Ja, der Lüfter, ne? Auf dem Monitor, der Screensaver. Ach, auf dem Monitor, ja. Genau. Der Bildschirmschirm. So, ja. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, oder gibt es das noch? Ich habe letztens erstmal wieder das Windows 98 das Ding gehört. Da habe ich gedacht, genau. Was ist das denn bitte schön? Genau. Und aus der Zeit kommt das auch, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, als mein Rechner lief und lief und lief. Und heutzutage ist es ja völlig egal, da brennt sich in den LED-Monitoren ja nichts ein. Ja. Aber früher war das ja in diesen Röhrenmonitoren, dass sie Angst hatten, dass das brennt sich wie bei den Plasma-TVs. Ja. So was fallen lassen. So. Und kennst du diese Screensaver oder Bildschirmschoner noch aus Windows? Was war denn das? Windows 3.1 Zeiten? Also die ganz alten Dinger. Oder eine XP war es nicht. Vielleicht war es auch 95. Diese fliegenden Toaster zum Beispiel? Nee. Nicht nee, mehr? Nee, nee. Ich kenne die Uhrzeit. Ja. Die du ja einstellen konntest. Ja, genau. Oder Star Trek war auch. Wo der eine so dahin gebeamt wurde, Scotty und Kirk, wo dahin gebeamt und haben auch sich getroffen. Nicht, kenn ich gar nicht. Auch nicht? Auch nicht der Typ, der auf war so eine Insel zu sehen, rundherum Meer, weißt du, mit Fischen springen. Der war und geil. Der hat der geschüttelt, saß da der immer. Kam die Kokosnüsse genau. Von oben. Den kannte ich. Den ja, kenne ich. Auch aus der, das war sehr amüsant. Geil, oder? Aber ansonsten benutze ich halt den Rechner, weißt du? Der ist bei mir nicht einfach so an. Aha. Ich verschwende halt einfach Strom. Ja. Genau. Aber das waren geile Zeiten, ne? Ja. Ich weiß das noch. Also ich habe mich teilweise wirklich davor gesetzt, habe den Typen zugeguckt. Das meine ich doch. Der Bildschirmschoner, der war interessant, weil der Typ wirklich nur Scheiße im Kopf hatte. Ja. Der hat doch alles Mögliche gemacht. Und es gab wohl, ich habe mal gelesen irgendwann, es gab wohl auch einige Leute, die wirklich tagelang das laufen lassen haben. Der soll ja auch mal weggefahren sein. Ja, mit dem Boot abgeholt worden sein. Und hat eine alte, nee, der hat Party gemacht auf dem Boot und wurde wieder rausgeschmissen oder irgendwie. Ja, genau. So, ne? Und zu Ostern hat er dann, wenn er den Baum geschüttelt hat, nicht... kamen keine Kokosnüsse runter, sondern Eier oder irgendwie so. Hat er nicht sogar eine Olle da auf dem Dings kurz gehabt mal? Ja, Fernsehen? Ja. Das war schon, naja. Ich glaube, das ist immer gewesen, wenn Ostern und Weihnachten zusammen waren, weißt du? Dann kam die Olle. Ach so. Ja. Warum? Ah, das waren geile Zeiten, du. Ah, es gab schon. Ist tatsächlich so. Aber das hat auch eine gewisses Kleingeld gekostet. Damals haben die tatsächlich auch noch Bildschirmschoner auf CD-ROM, die man dann unter Windows installieren konnte, verkauft. Also musste es richtig Geld für bezahlen. Und ich war, keine Ahnung, Jugendlicher, ich konnte mir das eh nicht leisten. So, ja. Also, war mir, das war es mir nicht wert. Also, was weiß ich, dieses
dieses Aquarium, wo die Fische immer, ganz viele bunte Fische so hin und her, so, ich glaube, das hatte damals ein Zehner oder sowas gekostet. Mhm. Ja. Obwohl ich heutzutage den Bildschirmschoner mit dem Kamin. Oh, das haben wir letztens gemacht. YouTube. 2,5 Stunden Kaminfeuer. Mhm. Geil, ey. Wenn du dann einen großen Fernseher hast, ich glaube, das macht was. Also wir haben bei Uschi letztens auch diesen Bildschirmschoner angehabt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe nachher, glaube ich, gesagt gehabt, können wir nicht irgendwas Ordentliches anmachen, weil die was Stimmung... Was ist denn daran unordentlich, hä? Die Stimmung. Das knistert ja nur wirklich. Ja, da schläft man schön bei ein. Siehst du, das war was anderes. Ja. Übrigens, fällt mir gerade was ein. Was ist denn das Gegenteil von Katalog? Mag gucken ist das Gegenteil? Nein. Nein, oh mein Gott. Von Katalog. Katalog? Sarah Katalog nicht. Kennst du ja. Ja, ja, klar. Ja, was ist das Gegenteil von Katalog? Weiß ich nicht. Also weiß ich gar nicht. Kata sagt die Wahrheit. Och Mann, sowas ähnliches habe ich gedacht. Ehrlich, warum hast du das nicht gesagt? Das... Mit dir kann man solche Witze nicht machen. Das macht mich schon wieder innerlich, macht mich das schon wieder wütend, dass du schon wieder sowas gedacht ja, hast. Ich habe bloß das Gegenteil von Kata. Ich denke Katharina zum Beispiel. Was ist warum? Katalog, Alter. Ich denke an den Wälzer und um was zu bestellen und nicht Kata. Katharina. Warum? Alter, was ist mit dir nicht richtig? Das ist wie mit der Talkshow Anne Will. Oh. Weißt du, da sage ich immer Anne Will, Sarah nicht. Oh, das macht keinen Spaß, ey, wirklich, ohne Scheiß. Von Uschi, der Uwe kam und meinte auch so zu mir von wegen, was ist der Gegenteil von Katalog? Und wir so, keine Ahnung, Zeitschrift, keine Ahnung, Mosaik oder so, ne? Nee, Gott, das ist doch die Wahrheit. Und ich so, ja. Oh, ich den Lacher mal wieder nicht auf meiner Seite. Doch, ich finde, ich kann man das rausschneiden und nochmal? Natürlich, natürlich. Das Gute ist, es sieht ja auch niemand, wenn wir schneiden. Was im Nachgang. Ach, guckt uns eh keiner mehr zu. Apropos, genau, wolltest du noch was? Nee, wolltest du nicht. Wollte ich was sagen? Keine Ahnung. Nee, wir haben was laufen. Ich weiß nicht mal. Wir haben was am Laufen? ich gehe mal gucken. Ich gehe mal hier gucken. Geht nicht mal da gucken. Ich will es aber auch nur ein einziges Mal erwähnen, weil ich glaube, das ist gegenüber denen, die uns wirklich zuhören, nur zuhören, langweilig, ungefähr, wenn wir dann da mehrmals drauf eingehen. Also wir nehmen gerade parallel dazu auf Instagram auf und hoffen natürlich, dass vielleicht im Nachrichtenchat da irgendwie mal Statements kommen oder ein paar Feedback-Nachrichten. Vielleicht machen wir es mal auf Twitch, vielleicht machen wir es mal auf YouTube, keine Ahnung. Probeweise. Ja. Aber heute gehen wir nicht auf einen, ne? Auf die Nachrichten. Nein, genau, das ist ja wichtig. Ne? Wir können es auch gar nicht, weil wir es ja gar nicht sehen, was die Leute schreiben. So, es wäre jetzt nur unfair, weil die es am Sonntag dann quasi hören, ist ja dieses Live schon ein paar Tage her, ne? So. Ich gehe aber mal gucken, trotzdem mal. Kannst ja. Geh mal gucken. Hast du nicht. Nee, ich habe nichts Besonderes. Ich habe nur in dem Moment, wo ich jetzt gerade das erwähnt habe, du kannst ja zuhören trotzdem, wo ich gesagt habe, diesen Bildschirmschoner für einen Zehner auf CD-ROM, was es damals gab, und wo ich gesagt habe, ich hätte mir das damals als Jugendlicher nicht leisten können, fiel mir ein Thema Taschengeld. Weil es ist ja wirklich so, dass du dir etwas als Jugendlicher, wenn du nicht schon Zeitung austrägst oder sowas, wirklich nur aufgrund von Taschengeld dir irgendwas leisten kannst. So. Und ich hätte mir das definitiv, also natürlich hätte ich es mir leisten können, aber es war mir viel zu schade, das Geld. Das meine ich damit. So. Das ist das, was mir dazu einfällt. Ich weiß auch nicht so richtig, hast du Taschengeld gekriegt früher irgendwie? Oder ich weiß das ehrlich gesagt. Arme Eltern gar nicht. Sozusagen. Nee, ich glaube schon, dass ich Taschengeld bekommen habe. Aber ich könnte nicht mal sagen, wie viel. Prinzipiell habe ich immer gefragt, ob ich, wenn ich was haben möchte, ob ich das bekomme. Hm. So. Und zum größten Teil habe ich es auch bekommen. Also hast du normal gefragt? Oder bitte, bitte? Oder irgendwie hintenrum? Weißt du, wie ich meine? Ich
glaube, ich habe schon sehr direkt gefragt. Und ich habe natürlich genervt, wenn ich es wirklich haben wollte. Und beim ersten Mal kam nein. Ja. So, und dann bist du natürlich im Nachgang nochmal hin. Und das ist so wie mit Fernsehen gucken. Als 8, 9, 10, 12, 14-Jähriger kannst du natürlich nicht bis Horror-Szenario-Tralala-Filme gucken. Sondern dann heißt das von wegen, nee, nee. Zumindest, wir sind ja auch in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Ja, ja, ja. Ne? Bei uns war früher Kessel Buntes, kam dann 2015 oder so ein Bud Spencer-Terence Hill-Film. Ja. So, und dann hast du gefragt, oh, 2015, kann ich den gucken? Samstags war es nicht wirklich das Problem. Mhm. Aber kannst du dich zum Beispiel noch daran erinnern, wir hatten früher Samstag auch Schule. Ja, natürlich. So, und wenn du freitags dann einen Film gucken wolltest, weil der gerade genial war, da kam ein schöner Film, dann hast du da gesessen und dann hieß es, nein. Der DEFA-Wunschfilm kam mal wieder, die glorreichen Sieben. Ja, ja. Genau. Mhm. Ne? Und dann saßt du da und durftest den nicht gucken und hast dir natürlich gesagt von wegen, ja, ja. Und dann habe ich heimlich dann auch die Tür aufgemacht und habe dann rausgeguckt und bei Taschengeld, ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich was bekommen habe. Ja, ganz bestimmt. Also an die Höhe kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ja. Und ob das regelmäßig war, auch nicht so. Aber ich weiß, dass ich was, weil du musst ja, also das war ja trotzdem gang und gäbe, auch wenn es natürlich zu DDR-Zeiten noch weniger war. So. Mhm. Aber du möchtest dir natürlich auch was leisten, so als, also selbst als Kind oder als Jugendlicher. Und woher das nehmen, ohne ständig zu fragen, was du sagst. Ohne immer zu betteln. Hast du früher gespart? Da fragst du mich, was du. Also ich nicht, bin ich ehrlich. Ich kann mich nicht daran... Ich weiß, dass ich mir von meinem Jugendweihegeld damals was gekauft habe und den Rest zurückgelegt habe. Ich weiß, dass ich mir vom Jugendweihegeld irgendwann was gekauft habe. Das heißt, ich habe das nicht sofort ausgegeben. Ja. Und das ist ja Sparen, oder? Oder ist das nicht Sparen? Sparen ist was zurücklegen. Genau. Genau. Wann zu wann ist ja eigentlich egal. Aber ist krass, dass man das nicht mehr weiß, oder? Heutzutage sind die Kinder doch mit dem Thema ganz anders in Verbindung so. Also entweder sie nehmen es deutlicher wahr, weil du einfach daraus ein Riesenthema machst, oder so wie meine Kinder, haben stinkreiche Eltern und ist denen scheißegal. Die kriegen ja jeden Monat ein Tausender, ne, von mir. Jeden Monat? Natürlich, bitte. Wöchentlich? Dir. Also was, das ist doch nicht reich, bitteschön. Alter, was erstickt er an seiner Spucke, ey. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, es ist. Aber ich glaube, zu der Zeit, als wir in dem Alter waren und Taschengeld bezogen haben, wussten wir auch sehr genau, was wir zu bekommen haben. Finde ich. Wenn das regelmäßig war. Das ist doch nur schon 100 Jahre her. Ja. Ja, mag sein. Das kann natürlich sein. Mein Uwe sagt sich auch von wegen. Pff, ich weiß nicht, was er sich sagt, aber er weiß definitiv, dass er auch zu 90% alles kriegt, was er haben möchte. Das ist es ja. Also, du machst ja trotzdem. Also meine Uschi zum Beispiel bekommt so und so 4 Euro, ich weiß gar nicht genau, überwiesen auf ihr Sparkonto, was sie jetzt hat. Fix und Foxy-Konto, oder wie das heißt. Ja, ja, Fix. Fox. Ja, Fix, Fox. Ja, fick den. Nee, jedenfalls. Egal. Jedenfalls, dadurch kriegt sie das natürlich nicht mit. Wenn sie einmal im halben Jahr auf diesen Auszug guckt oder sowas, dann sie. Oh! So. Aber ansonsten kriegt sie das nicht mit, dass sie überhaupt Taschengeld bekommt. Kriegst du es denn mit? Ja, ich krieg's mit, das sage ich dir. Ich krieg's auf jeden Fall mit. Das ist aber heutzutage auch so. Oma und Opa, zack, rein. Wupp. Ja. So. Da kannst du auch ein Zeugnis mit nach Hause bringen mit nur 5. Kriegst trotzdem 20, ne? Ich glaube, so werden wir aber auch. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Meinst du, wir werden so alt, wenn es so weitergeht? Wenn wir älter. Werden wir deutlich älter. Werden wir dann Eltern? Nee, wir werden älter. Oh, wir werden Großeltern. Ach nee, Großeltern. Das ist gut jetzt. Nee, aber es ist ja so, die kriegen ja Taschengeld. Und die Frage ist ja auch immer, wie viel ist gerechtfertigt? Was ist zu wenig? Was ist zu viel? Ja, ja, woher, mit welchem Maß misst du? Und ich möchte es definitiv nicht vom Gehalt der Eltern ausmachen. Das definitiv nicht. Nee. Weil es gibt mit Sicherheit welche, die viel, 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 viel mehr verdienen. Ja. Und es gibt auch welche, die weniger verdienen. Ja. Und das soll aber ja nicht daran festgemacht werden, wie viel Taschengeld jetzt das Kind hat. Wie soll das sein, wenn du 5 Kinder hast?
Richtig. Wird es ja alle gleichberechtigt behandelt. Ehrlich? Jetzt kriegt jeder einen Euro? Ehrlich? Nee. Das frage ich mich sowieso, wie die das machen. Weil für jeden, die für jeden, vor allem für jeden Scheiß gibt es eine Düsseldorfer Tabelle. Ob es Unterhalt ist oder Taschengeld. Kannst du gucken, was da veranschlagt wird? Finde ich total ein Blödsinn. Moment, Taschengeld. Ach stimmt, das. Es gibt für Taschengeld eine Düsseldorfer Tabelle. Das fließt mit ein in die Düsseldorfer Tabelle. Ja, du kannst reingucken, ich weiß, was du meinst. Was ihm so zusteht, so, was dem Kind zusteht. Wo ich sage. Würde ich ihm niemals geben, dem Sack. Wer denkt sich das aus? Ja, ich weiß es nicht. Wer denkt sich die Höhe aus? Wird da der Durchschnitt errechnet von dem, was das Kind möchte? Ja, genau. Nee, kann man doch gar nicht. Wie viel Taschengeld bekommst du? Fragten auch? Also, ja. Ding, 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 ding. Also ich weiß so ungefähr, dass ich glaube, in der Düsseldorfer Tabelle bei einem 13-, 14-Jährigen steht, dass der schon 20 Euro im Monat bekommt, glaube ich. 20, 25. Ich könnte jetzt googeln, aber mein Handy nimmt auf. Geh doch hin. Nein, findest du es viel oder wenig? Ich finde das okay. Ja. Weil das Kind kriegt ja eh noch mehr. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist fast zu viel. Nee. Weil rechne mal auf die Woche runter. Im Monat 20 Euro. Naja, aber dadurch, dass es... Hast du 5 Euro die Woche? Ja, aber überleg mal, was es dadurch trotzdem nebenbei in den Arsch geschoben bekommt, auf Deutsch gesagt, ne? Das meine ich ja, es kriegt ja trotzdem noch drüber. Aber renn mal mit 5 Euro die Woche rum. Na, ich würd's bei den Preisen heute. Ja. Jetzt, ich gehe mal nicht davon aus, dass... Wie sollen die sich an der Tanke 3 Flaschen Bier kaufen? Das reicht ja nicht mal. Nee, aber ich habe das letztens so beobachtet und ich habe nichts dazu gesagt, wo mein Uwe zum Beispiel gesagt hat, oh, bevor du mich jetzt nach Hause fährst, können wir noch mal kurz bei Burger King ran, ich habe noch nichts gegessen. Ich sage, hättest du ja zu Hause auch sagen können, dass du Hunger hast, dann hätte ich dir was machen können. Mhm. Nee, das ist schon okay, das mache ich öfter. Und ich so, aha. Ja, nach der Schule gehen wir dann öfter mal zu Burger King. So, jetzt sind wir zu Burger King gegangen und dann hat er sich 2 Cheeseburger, glaube ich, oder 2 Burger bestellt mit irgendwas anderem noch, ich weiß es nicht mehr. Und war 6 Euro von den 10, die er in der Tasche hatte, los. Mhm. So, das war jetzt ein Gang, eine Mahlzeit. Wo der eine jetzt sagen könnte, Alter, was für eine Verschwendung. Ne? Und er sagt sich dann wahrscheinlich aber, ich gönne mir das mal, dafür gönne ich mir den Rest der Woche nichts. Jetzt hast du in der Woche 5 Euro auf den Tag gerechnet. Ist das 1 Euro am Tag. Ja, also wenn du jetzt wirklich bloß von Montag bis Freitag von Arbeitstagen ausgehst. Mhm. Ich finde, dass 20 Euro nicht zu wenig ist. Aber es ist okay. Mhm. Das will ich damit sagen. Ja. Ja. Und zu viel definitiv nicht. Aber auch nicht zu wenig. Ja. Weil, da gebe ich dir recht, wenn er irgendwas haben will, und dazu wird ja, bei Taschengeld wird ja nicht damit, werden ja keine Klamotten oder Schuhe oder sowas mitberechnet. Das ist ja was ganz anderes, ne? Das heißt, er kann mit diesem Geld, er kann damit haushalten gehen. Also er kann damit sich irgendwas kaufen. Ich finde das nicht viel, ehrlich nicht. Wenn du dann so manchmal hörst, dass Leute da wirklich in einer Woche. Aber überleg mal, das sind 40, tut mir leid, ich rechne das immer wieder um. Okay. Das sind 40 Mark. Ich will das gar nicht in DDR-Mark umrechnen, dann sind das irgendwie an die 100 oder sowas. Das kannst du ja heutzutage wirklich nicht mehr machen. Ja. Es ist nicht wenig. Also ich mag da ja gerne drüber diskutieren. Es ist natürlich auch, und die sollen ja auch alle den Wert des Geldes schätzen lernen. Ja. Ne? Und viele können, oder einige können das gar nicht, weil sie aber teilweise auch so zugeschüttet werden und gar nicht mal von dem Taschengeld, sondern da hast du wirklich Oma, Opa. Hm. Und da wird alles reingedrückt. Ich sag so oft auch zu manchen Leuten, wo dann sagt von wegen, ich wünsche mir jetzt ein T-Shirt. Ein T-Shirt, ein Fußballtrikot von, ich sag jetzt nicht extra einen Verein, ich sag jetzt mal Hansa Rostock, so. Um nicht meinen Verein zu nennen, sondern von Hansa Rostock, original. Jetzt musst du mir helfen. Original 80, 90 Euro. In den Dreh. Mhm. So, passt. Zack. Und dann wünsche ich mir noch, wo du dann als Elternteil schon sagst, stopp. Limit erreicht. Mhm. Ja, aber ich wollte mir dann ja eigentlich noch ein paar Fußballschuhe wünschen. Und dann hätte ich eventuell noch neues Handy oder wie auch immer. Mhm. So. Und im Endeffekt gibt es dann aber Oma und Opa. Und die drücken dann natürlich auch rein. Da kannst du dich als Elternteil teilweise gar nicht gegen wehren. Nein, das weißt du, das ist ja schon wieder ein Thema. Das haben wir von Anfang an gesagt, als die Kinder auf die Welt kamen. Das werden wir nicht so machen wie alle anderen.
wir werden von vornherein sagen, erstmal mit uns reden, was die Kinder geschenkt bekommen, mhm, und dann sagen wir jo oder nicht. Wir wollen nicht zugeschüttet werden mit Spielzeugen ohne Ende. Wir wollen, dass sie das Spielzeug wertschätzen lernen. Und nicht, dass das ganze Zimmer bis oben hin voll ist mit Spielzeugen. Weißt du, woran ich da aber gerade denke? Wenn du ganz frisch Eltern wirst, von dem ersten Kind an, sagst du dir auch, ich kaufe nicht von zweiter Hand. Es wird alles original gekauft, mhm, und dann richtig Marke. Ne? So, kriegst das zweite, dritte Kind, sagst dir, Alter, wie bescheuert warst du früher und hast richtig Asche ausgegeben. Du kannst immer einen Kinderwagen sehr gut gebraucht irgendwo aus zweiter Hand bekommen. Wenn zwischendurch genug Jahre sind, kannst du das vom ersten Jahr benutzen. So, aber klar, natürlich, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber da gab es auch, wo wir gesagt haben von wegen, nein, der bekommt einfach alles. Neu. Ja. Und wir haben halt gekauft. Ja, und was ist denn so Schwachsinn? Du kennst genug Leute rumherum, natürlich, die sagen, nimm doch unser... Nein. Geht nicht. Gebraucht? Ja. Und dann... Bist du irgendwann, wo du gesagt hast, von wegen, entweder beim zweiten Kind oder du hast halt irgendwann mitgekriegt, dass er spielen geht, dreckig ist, kaputt gerissen, kannst wegschmeißen. Der Traktor, der hat das eBay Kind schon reingeschissen. Da kriege ich das für 2 Euro, da kriege ich das für 5 Euro, ja, da kriege ich das für 3 Euro. Nochmal runterhandeln. Ja. Und dann hast du 10 Sachen für einen 10er gekriegt. So, bam, Ziel erreicht. Ne? Aber das nur so, als du gerade erzählt hast, dass du früher immer gesagt hast. Aber weißt du, woran ich gerade denke, als du gesagt hast mit den 6 Euro bei Burger King und dann wir haben das erlebt in einer Klassenfahrt vor 3-4 Jahren bei meiner Uschi. Da hast du von den Lehrern von vornherein gesagt bekommen, 10 Euro darf jedes Kind mitnehmen, ja, mehr nicht, jeder das gleiche Geld und dann können sie das Geld ausgeben, für was sie gerne möchten. Eis, Souvenir, was auch immer. So. Und wenn sie nach Hause kommen nach 3-4 Tagen, dann entweder sie bringen was mit oder es ist aufgebraucht. Und tatsächlich haben sie am ersten Tag dieser Klassenfahrt, das waren 3 Tage, ich meine drei, 80% der Klasse, 90% der Klasse haben alles verballert, so ganz knapp vor. Und meine Uschi, interessanterweise, hat sich nichts gekauft. Und am zweiten Tag hat sie sich ein bisschen was gekauft. Von den 10 Euro 2 ausgegeben. Ein Eis, so ein Langnese-Scheiß. Mhm. So. Und am letzten Tag hat sie dann Souvenirs gekauft. Und hat das fast, also Mitbringsel für uns. Total geil. Und alle anderen waren am zweiten Tag blank. Jetzt können wir nicht mal mehr ein Eis. Und, oh, Uschi. Wo hast denn du das Geld her? Uschi, du bringst deinen Eltern was? Jetzt, das können wir ja gar nicht. Oh. Siehst du? Ja. Das meine ich. Also man muss, das ist die Geschichte mit dem, man muss das Gefühl dafür haben, mit Geld umgehen zu können. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht so. Ne? Sie war eben nicht auf Klassenfahrt. Aber es ist doch geil, ne? Wenn du trotz diesem Überfluss, was die Kinder haben, und das haben sie, kannst mir sagen, was du willst. Auch bei, egal was du verdienst, was du sagst, was die Eltern, die haben Überfluss ohne Ende. Ja, selbst wenn du auf dem Flohmarkt den ganzen Scheiß kaufst, haben sie trotzdem Überfluss. Die gehen in Spielzeug unter. Das heißt, lernen mit irgendwelchen Sachen, die zu wertschätzen, glaube ich, heutzutage ist ganz schwierig. Ich glaube, dass du die Kinder nur dahin bringst, auf ihr Geld zu achten oder beziehungsweise auf das, was sie bekommen, zu achten. Meinst du, reden reicht? Also das meine ich damit. Nee, spüren durch, also lernen durch Schmerz. Richtig. Das heißt, ich habe das ja jetzt auch, mein Uwe hat sein Handy ja kaputt gemacht, ist ihm runtergefallen, gar keine Absicht und so weiter und so fort, aber es ist halt kaputt gegangen. Mhm. Und er setzt voraus, dass es ihm ersetzt wird. Ach was? Ja, ja. Er denkt jetzt, es ist kaputt, ich krieg jetzt entweder Neues oder es wird mir repariert. So. Mhm. Nee. Und dann am besten, komm, jetzt hol mal das Geld und dann krieg ich das wieder, so ungefähr. Weißt du, die Reparatur, ich leg die gerne aus, aber du gibst mir das Geld wieder. Also als selbstverständlich dass man, angesehen. Dass man, dass man solche Sachen einfach, weil, seien wir mal ehrlich, müssen sie denn groß arbeiten für das Geld, was sie bekommen? Müssen sie nicht. Wie sollen sie es denn wertschätzen? Kommt drauf an, ne? Also wenn du Zeitungen austrägst, weißt du genau, was du das tust. Das meine ich ja. Aber das ist eine Seltenheit, sag ich mal. Dann sollen sie durch so eine Fanarbeiten oder durch solche Nebenjobs, sollen sie doch ihr Taschengeld erweitern? Ja. Ne, dann, ich glaube, dann wertschätzen sie auch das Geld. Weil sie wissen, was das bedeutet, dass das nicht vom Himmel fällt. Genau. Oder auch das, was sie von uns kriegen, nicht vom Himmel fällt. Richtig. Also, ne? Aber das ist auch so eine Sache von wegen, das kommt, glaube ich, auch irgendwann. Ich meine, ja, ich hoffe es.
Du kannst es ja aber nicht sagen. Das ist eine neue Generation. Da haben sie es noch nicht. Aber wahrscheinlich haben. So wie bei uns früher. Wahrscheinlich haben alle Eltern das gesagt, oder? Also ich will auch nicht immer von früher reden, ne? Weil das verachte ich ja auch so ein bisschen. Oder verurteile das. Das ist immer von früher gab es auch einen Kaiser. Ja, früher war das so. Konsumbrot noch Konsumbrot. Ja. Nein, aber. Es, ja. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, wenn Kinder gar nichts haben. Mhm. Wenn sie sich diese 20 Euro, wo wir uns jetzt ein bisschen drauf versteift haben, wenn die Eltern das nicht mal geben könnten, sondern wenn die im Monat 5 Euro kriegen würden, wenn es schön wäre, dass die 5 Euro kriegen. Was es wahrscheinlich sogar gibt. Es gibt also immer einen in der Klasse. Es gibt ja immer einen in der Klasse, der genau dieser Sache entspricht. Ja. Wir hatten bei uns in der Schule auch, oder in der Schule nicht, sondern in meiner Klasse, einen, dem ging es halt nicht so gut. Ja, bei uns auch, der hat immer gestunken. Ja. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, der hatte trotzdem immer Zigaretten. Stimmt, hast du recht. Also nicht in der dritten Klasse, aber aber nachher. Also, der hatte immer Zigaretten und ich habe mich immer gefragt, wo hat er die Zigaretten her? Und er hat ja auf Fragen auch keine Antwort gegeben. Ja, cool. So, jetzt will ich nicht sagen, dass er geklaut hat oder sowas. Oder von den Eltern, vielleicht von den Eltern geklaut oder so, keine Ahnung. Aber es gibt halt diese Leute, die halt diese 20 Euro jetzt verurteilen, weil sie sagen, von wegen, haben wir ja nicht. Mhm. Haben wir nicht. Können wir nicht? Haben wir nicht. Respektiere ich auch, wenn es dann weniger gibt. Ja, dann ist es halt einfach so. Ja. Du gibst ja den Kindern von deinem Geld was, was die verballern können. Es ist ja nichts anderes als verballern. Ja, ja. Es sei denn, sie kommen an und sagen, ich leg das beiseite und spare das. Gibt es solche Kinder? Ich habe gerade Gesichtslähmung. Natürlich, zeig's mir. Ja, überleg mal. Meiner Uschi überweise ich das Taschengeld. Sie könnte jeden Tag zur Sparkasse gehen, sie ist in Kaltenkirchen nebenan, könnte hingehen und sagen, ich möchte gerne 10 Euro haben, kann sie abholen, ist kostenlos und könnte davon, was weiß ich. Ja. Jetzt weißt du, was ich meine? Tut sie das nicht, spart sie das. Das ist in... Ja, egal. Da braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken. Wir würden jetzt sagen, warum gehst du denn zu Burger King? Du kannst zu Hause essen. Ja, ne? Natürlich. So, warum gehst du jetzt dahin und kaufst dir das und das? Trinken. Wie oft haben wir auch zu Uwe gesagt, von wegen, komm mit einkaufen, pack das in den Einkaufswagen, wir machen den Wocheneinkauf. Ach, da erzählst du was. Ne? Und die Diskussion haben wir heute wieder hinter uns. Reinpacken. Wir kaufen das, es ist scheißegal, wenn du was willst, pack es rein. Was macht er? Mit. Er kommt definitiv mit. Er kommt nicht mit. Natürlich nicht. Und wenn er mitkommt, dann einmal. So, genau. Ja. So, und jetzt kommst du nach Hause und hast deinen Wochenvorrat gekauft und sagst dir natürlich ein Stück weit, naja, so ganz wollen wir ihm mal jetzt nicht davonkommen lassen, er kriegt ein bisschen was, aber... Ja, nein. Im Käfig so. Ein bisschen kriegst du. Aber den Rest esse ich. Nein, aber man weiß ja teilweise, dass er dann, ich sag jetzt mal, ein bestimmtes Getränk trinkt. So, das bringst du ihm dann mit. Aber, so, Naschis. Kriegst du von dem Bier dann noch was ab? Entschuldigung, jetzt ist genug. Naschis oder sowas in der Art, ne? Das, nö, dann sag ich dann von wegen, er ist nicht mitgekommen? Nö, kriegt er nicht. So, okay. Jetzt kommst du nach Hause und dann heißt es, hast du das und das mit? Nö. Hm. Ja, bist du ja nicht mitgekommen? Hm. Naja. Wir sind dazu übergegangen und gesagt, dann schreib's auf den Einkaufszettel. Das hat aber auch nicht gereicht, weil es gibt von 6 Salamisorten eine, die schmeckt. Hm. Die anderen nicht. Und uns schmecken alle Salamisorten. Aber wenn da Salami draufsteht, kaufst du irgendeine Salami. Aber Salami ist ja jetzt sowas, was du essen tust, um deine Mahlzeit. Frühstück oder Abendbrot oder sowas oder Lunchpaket oder sowas in der Frühschule. Ja, genau. So, jetzt geht's mir ja aber darum, dass er quasi dieses Taschengeld oder dass man dieses Taschengeld nicht verballert, sondern dass man teilweise vielleicht einmal die Woche einen Gang Burger King oder McDonald's sparen könnte, indem man sich halt zu Hause satt isst. Genau. Ne? Und nicht so dieses von wegen, ich habe jetzt Hunger, ich hole mir jetzt 2 Burger, so, und im Endeffekt könnte ich eine halbe Stunde warten und hau mir dann zu Hause ein Brot rein oder da wird vielleicht sogar ein Salat gemacht oder irgendwie sowas. Aber soll ich dir was sagen, Daniel? Also ganz ehrlich. Aber ja auch nicht. Ganz ehrlich, wenn du also ich bin früher vor 30 Jahren auch immer zu McDonald's. Burger King, genau. Bei uns im Osten. Wir haben uns Brausepulver gekauft ohne Ende. Ja.
Vita Cola zum Beispiel. Oder ja, Fassbrause. Malzbier. Malzbier war auch geil. Malzbier. Und das war noch gutes Malzbier. Jetzt fängst du wieder an, von früher zu reden. Alter, du bist ein alter Sack geworden, ganz ehrlich. Warum? Warum du alt geworden bist? Frag Uschi, die sagt was anderes. Ich frag sie demnächst mal. Also gegen... Hab ich gar keinen Problem. Ihr seid euch sowieso wieder einig. Ja, ja. Ja, er ist alt. Aber das ist wirklich ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Taschengeld. Da kann man sich auch zu Tode diskutieren. Ich glaube, dass da auch alle anders ticken und auch alle anderen diese Voraussetzungen, wie viel gebe ich dem Kind trotz Taschengeld noch dazu, schieße ich mit dazu rein, unterschiedlich handeln. Weil wozu kriegst du Taschengeld, diese Aussage, wann sagt man das? Ne? Ab wo ist die Grenze, wo du sagst, so das mache ich, das ist selbstverständlich, wie mit den Klamotten kaufen. Ja. Kann sich niemals vom Taschengeld kaufen. Oh, aber Computerspiel, PS4-Spiel für 60 Euro, FIFA 21, was ist jetzt noch? So, ist das Teil des Taschengeldes? Sagst du, spar 6 Monate da drauf, dann hast du das zusammen oder 3, aber dann ist schon der nächste Teil raus. Weißt du, wie ich meine? Wo hört das auf, wo fängt das an? Gebe ich dir hundertprozentig recht. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, dass man gerade auch die Kinder darauf hinbringt, dass du zum Beispiel sagst, ich leg's dir aus, aber ich krieg's wieder. Stotter es ab. Stotter es ab. Genau. So, und wenn du mir bloß einen Euro gibst, aber du kriegst diesen Euro weniger, dann Taschengeld. Damit die das lernen. Dieses ist, von dem, ich möchte das. Was du dabei lernst, ist einen Kredit aufzunehmen, ne? Ohne Zinsen natürlich. Logisch. Ja, aber es ist ja eine Art. Es ist ja eine Art zumindest zu lernen und nicht zu sagen, ich brauche, ich möchte, weil wo fängt's an, wo hört's auf? Ja, ja, genau. Ne, ich habe damals auch immer schon gesagt, von wegen dieses von wegen Geschenke, Geburtstag, Weihnachten. Wir waren früher froh, wenn wir zu Ostern 3 Ostereier bekommen haben. So, und zu Weihnachten den Kalender zum Aufmachen und eine Sache. Und heutzutage, wenn ich das sehe, wie groß die Liste ist. Ja, was du schon zum Nikolaus bekommst, was in diesen scheiß Schuhen drin steckt. Genau. Früher war da ein kleiner Weihnachtsmann drin. Richtig. Und 20.000 Euro. Und du hast jedes Jahr das... Holzkohle. Ja, du hast jedes Jahr das... Du hast deine Schuhe nicht richtig geputzt. No. So, dann hast du deine Schuhe nochmal geputzt und dann kam das richtige Geschenk. Ja. So. Krass. Aber ich frage mich immer, sind die Eltern, also sind wir selbst dran schuld? Dass wir in der Bütt stehen, ist klar. Keine Frage. Höhe des Taschengelds und so weiter und so fort. Was das Kind kriegt. Ja, ich wie weiß, das Kind mit dem Geld haushaltet und so weiter und so fort. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine Mixtur aus beidem. Es ist eine Mixtur aus 3 Sachen. Erstens, die Gesellschaft hat sich ja unglaublich gewandelt, dass die Leute einfach mehr Geld haben. Du hast nicht mehr so wenig Geld wie früher. Und es gibt mehr zu kaufen. Zweitens, rundherum kriegst du viel mehr mit, was die Leute geben. Also was im Endeffekt, du diskutierst auch mit deinen Freunden darüber, so wie wir das hier gerade tun. Und drittens, habe ich komplett vergessen gerade. Dann war es drittens. Nein, das ist ja, man darf glaube ich auch nicht vergessen, wenn du dann, also ich kannte das immer so. Mal als Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar drittens. In meiner Lehre habe ich nicht gerade sehr viel Geld gehabt. So, und ich habe mir zum Beispiel immer Brote geschmiert. Ich habe ja Kochlehre und dann habe ich mir mal Brote geschmiert und dann bin ich immer in die nächste Stadt zur Berufsschule. Die Typen, die anderen Typen sind stets und ständig immer zum Bäcker. Immer zum Bäcker und haben sich Croissants gekauft. Ja, ja, das ist ja wie heute. Heute ich immer. Kann mir, so. Ja, ich kann mir das nicht leisten, habe ich mir gesagt. Ne? Und ich habe daneben immer gesessen mit dem Brot, was ich mir quasi geschmiert habe. Ja. Wie ein Depp. Du willst aber irgendwann kein Depp mehr sein. Also habe ich mir irgendwann gesagt, von wegen, naja, gut, dann gehst du jeden zweiten Tag mit in den Bäcker und holst dir auch so ein Croissant, aber nur eins. So. Also bist du schon mal so, weil du damit dazugehören wolltest. Weißt du kamst dir heutzutage würde ich sagen, von wegen, bekloppt einem eigentlich. Nein, das ist überhaupt nicht bekloppt. Aber du fängst ja an, Gedanken zu machen. Du wolltest auch mal bei den Großen stehen. Ja. Ich kann das schon verstehen. Nein, ich weiß aber genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. So ging es mir auch. Und wenn du überlegst, was ein Croissant, wie das schmeckt, oder dein scheiß selbstgeschmiertes Brot, wenn du das nicht gerade mit Salat und Remoulade machst, dann ist das doch Kacke dagegen. So. Aber ist dir das Geld wert? Und dieses ist dir das Geld wert? Ist genau die gleiche Diskussion wie mit Burger King.
Mit Taschengeld und Burger King. Aber jetzt fang mal an, schon wieder eine andere Sparte einzuschlagen. Gar nicht ist es dir wert, dieses Geld auszugeben, sondern jetzt gehen 5 von deiner Clique zu Rewe rüber von der Schule und kaufen sich da irgendwas. Und du läufst erstmal nur mit. Erstmal läufst du nur mit, weil du kein Geld hast. Ist das absolut. So. Aber ich sag mal, nach Wochen, nach Monaten und so weiter und so fort, guckt man auf dich, weil du bist der Einzige, der sich nie was kauft. Ja, klar. Weißt du, das ist so wie mit Markenklamotten. Genau, mit Klamotten. Ja. So, dann rennen die zu Burger King. Jeder holt sich was. Du sagst, nö, ich habe keinen Hunger. Damit kommst du ein paar Tage durch. Mhm. Vielleicht kommst du auch ein paar Wochen damit durch. Ich habe keinen Hunger, Und irgendwann isst du eigentlich auch mal was? Ja, oder so. Ja, ich esse meine Sachen. Ja, du willst dazugehören, du willst cool sein und so weiter und so fort. Weißt du, das ist ja dann auch so eine Sache, wo du sagst, Das ist komischerweise ja immer noch so, ne? Dieser Gruppenzwang, das ist mit Klamotten so, das ist mit das, was du gerade, mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, das stimmt. Und am Ende ist es so, wenn du mehr oder weniger durch sowas dazu gezwungen wirst, verbrauchst du dein Taschengeld, wo wir beim Thema sind, genau dafür auf, wo du immer so wahrscheinlich im Hintergrund hast, eigentlich wollte ich das für was anderes. FIFA 21 nach 3 Monaten sparen. Weil das ist ja auch in gewisser Weise sparen. Ja. So. Und du hoffst es, dass du es trotzdem kriegst. Ja. Aber du hast nicht den Arsch in der Hose und das ist auch gar kein Vorwurf. Hätte ich auch nicht. Zu sagen, ich habe das halt bei Burger King ausgegeben, weil du gehst ja nicht zu deinen Eltern hin und sagst, Ja, es ist so. Kommen wir zu einem Ergebnis, bevor es jetzt wieder anfängt zu blinken, kommen wir zu irgendeinem, ich weiß nicht, ist das... Ich finde, dass das die Entscheidung der Eltern ist, es ist einfach so, weil die geben im Endeffekt ja auch das Geld. Und aber wissen einige Eltern, wenn, ich weiß, bei Uschi in der Klasse gibt es einen Mitschüler, da schwimmen die Eltern im Geld, der kriegt 100 Euro Taschengeld jeden Monat. Wissen die Eltern, was sie damit anrichten? Weil der erzählt das logischerweise auch. Nein, wissen sie nicht. Wissen sie natürlich nicht. Wissen sie das denn nicht einzuschätzen? Also ich meine, 100 Euro... Ist denen egal. Ich glaube, das ist denen wurscht. Okay. Weil dann könnten, wenn die in Geld schwimmen, könnten sie auch sagen, pass auf, kriegst 200, aber 100 verteilst du an alle anderen. Oder du gibst allen immer was aus. Jeden Mittag oder jeden zweiten gehe ich zu Rewe und daneben steht ein Döner und dann hole ich den. Ja, so ungefähr. Wenn ihr sowieso immer zu Rewe geht und holt euch das und das, pass auf, dann hast du hier einen Fuffi und dann gibst du jedes Mal aus. Dann braucht sich keiner irgendwie, weißt du? Aber das machen sie ja nicht. Nein. Komischerweise sind die Reichsten sowieso die geizigsten, oder? Ich glaube, dass die Realität verloren haben. Ja, das glaube ich sowieso zu Geld und deswegen gar nicht einschätzen können, ob es richtig oder falsch ist, was die da tun. Ja, das denke ich auch. Ne? So, im Endeffekt bin ich immer noch der Meinung, dass 20 Euro im Monat nicht... Sind nicht zu viel, definitiv nicht. Und, aber 100. Ja, natürlich. 100 sind zu viel. Ja. Zumal die Kinder es ja auch steuerfrei kriegen. Gerade weil, also mein Uwe würde definitiv, wenn er mich nett höflich fragen würde und es möglich ist, das ist ja auch immer noch die Frage, wie ist es möglich, ne? Wenn der natürlich, ich sag mal, 5 Computerspiele plötzlich haben will, dann sage ich auch irgendwann von wegen, nee. Ja. Ne? Ja, eins kannst du, gerade hier diese PS4-Karten oder was weiß ich, ne? Um da Punkte zu kaufen oder wie auch immer. Ich sag nur Fortnite, da war doch auch so ein richtiger Hype. Von wegen, kostet so und so viel. Richtig. Statt sich das zu erspielen, was ja auch möglich war. Für ein 20 oder für ein 10er den Seasons Pass. So ja, du konntest das erspielen. Ja, Tausende von Punkten gekriegt und so weiter und so fort. Ja. Hast du natürlich beim ersten Mal gesagt, okay, aber das wurde nachher immer öfter und dann musst du natürlich einen Riegel vorschieben. Ja. Du bist ja auch keine Milchkuh, die irgendwie gemolken wird. Eine Milchkuh, die immer Ich trinke mal noch einen Schluck. Ja, ich muss ums Eck. Ich glaube wirklich, dass es an sich kein direktes Ergebnis gibt. Also man würde sich nicht einig werden. Wir könnten hier jetzt 5, 6 Erwachsene hinsetzen. Ich glaube da wirklich nicht dran. Also das gibt keine Einigung. Es muss jeder selber wissen, was er seinem Kind gibt. Ja, und du gibst dem Kind ja auch ein Stück weit das, was wir schon gesagt haben, mit, ne? Mit dem Geld umgehen, Geld wertschätzen lernen und so weiter. So, wenn man sagt, ich gebe dem Kind 100 Euro jeden Monat, damit
das Kind weiß, was 100 Euro sind, das ist nicht viel. Ich übertreibe jetzt mal bei diesem einen Mitschüler, dass die Reichen sagen, 100 Euro ist nicht viel, du weißt genau, später hast du nur 0 Millionen pro Monat, pass auf, das ist übertrieben, das ist, wie du sagst, die Relation. Wie viel, in welcher Gesellschaftsschicht oder wie viel, wo kommen die an? Normalos sind 20 Euro, definitiv. Ja. Ja. Und ich finde, das ist gut. Ja. Weil sie ja sowieso was kriegen. Richtig. So. Ist das ein Schlusswort jetzt oder was? Ja, ich würde sagen. Ja, ne? Ja, wobei Bonifatius muss heute nochmal sein, das nützt nichts. Hä? Bonifatius. Mach ich noch, ne? Ja. Ja? Bevor ich pinkeln gehe. Ja, während des Pinkelns vorlesen. Ist auch kannst du doch auch. Ich komme mit der Kamera mit. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Tschö mit Ö. Abotzi. Nicht schon wieder. Gottes. Es ist immer das Gleiche mit dir. Eine Käfersammlung hab ich, rühmte Boni dieses Schwein. Zur Besichtigung derselben lud er Gräfin Ziegler ein. Doch was sie dort schauen musste, hat sie wirklich schwer verdrießt. Filzlaus sah man neben Filzlaus an die 1000 aufgespießt. Moral oder christliche Nutzanwendung. Der Kenner sammle Naturalien nicht lediglich an Genitalien. Gute Nacht, liebe Kinder.